Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind ganz nah dran an Amundsens Stern. Uns trennen gerade noch zwei Sprünge, oder? Zwei Sprünge von dem System davor, wo es irgendwelche Codex-Dinger geben soll. Sternphänomene, genau, so nennen es sich die. Wir natürlich überprüfen, ob das stimmt. Oder ob da auch dieser komische Bug ist oder was auch immer, dass die nicht da sind, wo sie sind sollen. Ja, auf dem Weg gucken wir einfach mal, ob man noch irgendwo vielleicht unser Name dran pappen könne. In den letzten zwei Sprüngen habe ich es noch ein paar Monde vom Gasriese geschafft, die Details scannen. Oh, 44. Da haben wir es ja schon ein bisschen was zu tun zum Scannen. Ich denke, dass man hier auf jeden Fall was machen könne. Vielleicht machen wir das auch erst im Rückweg. Mal gucken, weil hier ist. Hier gucken wir. Vielleicht machen wir das im Rückweg. Keine Ahnung. Wir scannen es erst mal und dann sehen wir weiter. Weil ich würde in der heutigen Folge gerne ins südlichste System kommen. So. Gott, hier sind schon überall so Namen. Ja, Space Trash. Ein Wasserriese. Das war die erste, den immer seit langem Mann. Oh, guck mal, wer denn entdeckt hat. Geil, interessant. Interessant, der Express Explorer. Schade, dass der schon Detail gescannt ist. Schweinerei. Also, die erlauben sich was, die Leute. Also, nicht schlecht, dass der zumindest hier den Wasserriese als erster entdeckt hat. Finde ich gut. Hier diese Gasriese wegkriegen, können wir jetzt, denke ich mal, diverse Monde scannen. Also ohne Popper aber immer zu nah am Ruf. Ja klar, hier will jeder mal. Ich glaube, hier können wir nur was machen, wenn wir irgendwo landen. Nee, das. Ah! So, seltsames System hier. Nee, hier ist noch was Einzelnes, okay. Dass man vorher noch kein Wasserriese hatte. Eigentlich hätte ich mir vor einem Codex-Eintrag ein Selbstentdeckter gewünscht, aber okay, man kann sich es halt nicht aussuchen. Hier war eben was terraformierbar. Aber ich glaube, mir schon bei jedem Planet haben wir hier unten zwei Namen gesehen. Okay, also Turambar. Turambar. Ach, guck mal, was ist schon erst betreten? Rhythmusblaster. Lakon. Alter, Space Trash. Alitnil. Ja, gucken wir euch das mal an. Hier ist wirklich. Ah, ne, das ist eine Kammer-Detailscanner. Das ist brauner Zwerg. Hier dürfte echt jeder mal. Der Flakon hat es ausgenutzt, der ist überall mal gelandet. Fast überall. Stardew war hier. Hier, guck mal, Hoshi hat auch den, ne? Pilot in Red Shirt, auch nicht schlecht. Alter, der Flakon, der hat es wirklich ausgenutzt, oder?
Frechheit. Umung, das ist der aus dem Forum bei uns. Rusted Bulk. Also der Flakon hat es echt übertrieben. Geil, der Wasserriese. Ne, hier können wir leider nirgends unser Name dran bringen. Und so schaut es wahrscheinlich auch bei den Nexus-Systemen aus, weil, wenn wir hier mal auf die Karte gucken, hier sind wir momentan. Das hier ist ein Bookmark und das hier ist das südlichste System. Und ihr seht schon, hier ist nicht sonderlich viel außer hier. Hier unten ist noch was. Ja, wir gucken uns ein bisschen um. Also in dem System soll es irgendwas Sternphänomeniges geben. Bin ich mal gespannt. Und ich würde echt kreuzende Kalender machen, wenn wir hier irgendwo unseren Namen dran bringen. Tja, wäre der Flakon nicht so eigensinnig gewesen, hätte ein anderer Explorer noch was machen lassen können, aber naja. Auf der Endseite kann man es auch verstehen, oder? Wenn man es denn kann, kann man es halt. 5. Okay, hier ist nicht viel. Bemerkenswerte Sternphänomene. Ja, geil. Ja, geil. Ich fürchte, wir kommen heute doch noch nicht ans Sächsisches System. Ach komm, wir haben mehr noch Zeit. Mehr noch Zeit. Alles gut. Also die gucken wir uns an, egal ob da schon irgendwas getan ist oder nicht oder was auch immer oder warum und wieso und überhaupt und deshalb. Hier sind sogar die Asteroide-Cluster gescannt, haha. Wasserwelt ist noch hier. Wer ist denn der Glückliche? Bestimmt dieser Turam-Dingenskirchens oder... Wo sogar Mond hat sie. Interessant. Also. Turambar, the crazy camel. Alan Jameson. Cool. Okay, sehr schön. Lass uns mal gucken. Genau, bemerkenswerte Sternphänomene. Dorf immerhin. Wunderbar. Was sagt uns denn eigentlich, sind Orte, die für Erkunder von Interesse sind? Ja, okay. Wunderbar. Also, ich habe schon komplett vergessen, was es war. Irgendeine Anomalie oder so. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann, genau, ist hier nämlich sonderlich viel, weil... Ja, so ist es halt. Wie weit ist bist du entfernt? Ja, da fliegen wir irgendwann auch noch hin. Ich mache mal Bookmark, dann finden wir es leichter. Aha, kann man sich alles mal angucken, da in dem Außenbereich. Wenn hier schon nicht viel ist, dann kann man guck mal da hinten, da ist noch ein paar. Ja, so ein paar Dinger sind ja noch hier. Gucken wir uns definitiv mal um. Ja, vielleicht mache ich das auch sogar off-camera. Keine Ahnung, hier mal ein bisschen was markiert, damit wir ein bisschen was zur Auswahl haben, wo man eventuell unser Name wo dran kriegen. Aber jetzt müssen wir also erstmal hier hin. Schnappen wir uns den Codex-Eintrag. Machen ein paar Bilder. Und dann geht's zu Amundsens Sternen.
Und dort auf den Carrier und dort vertiegen wir die ganze Sache. Und dann haben wir schon viel geschafft von unserer Reise, wo wir durch hier gerade machen. Das ist jetzt doch schneller gegangen, als ich gedacht habe. Eigentlich hätte ich geplant oder grob geschätzt, dass ich vielleicht am Wochenende dort zu kommen. Also bei mir ist gerade Dienstag. Aber wie ihr seht, sind wir schon früher hier. Ich habe das letzte Tage unserer immer ein bisschen länger gespielt, als ich geplant habe. Was halt so kommt, dass ich nie ihr Film geguckt habe, aber gut. Wenn man gerade Bock auf Lieder hat, dann macht man das halt. Ist ja geil. Komplett schwarz. Überhaupt kein Stern zu sehen. Cool. Das hat doch schon was. So. Proto-Lagrange-Wolke. Naja, immerhin. Immerhin. Und hier sind... Das sind die komischen... Ja, die... Dinger halt. Die kennen wir ja, oder? Ich denke mal, das sind diese komischen Kristalle da. Also zumindest eine Proto-Lagrange-Wolke. Wenn das hat man auch nicht allzu oft. Rotiert ihr oder bin ich das nur so? Ne, die rotiere doch. Nee, ist nicht, nee, hä? Nee, das sind okay, Kristallsterne. Was ist denn das? Weise die. Machen die uns was? Ich bin mir gerade jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall die Rotiere. Wie so eine Zirkusattraktion. Beziehungsweise Jahrmarkt. Das ist eine Wahnsinn. Ganze Außending lassen die Gondel drauf. Was ist denn das? Haben wir denn nicht langsam was auf dem Scanner? Moment mal, das haben wir da nicht irgendwo. Nee, Moment. Falsch. Will ich mich verarschen? kann man nicht die Mitte scannen? Oh, Virite Geierbaum. Was zur Hölle? Gürebaum, keine Ahnung. Was zur Hölle ist das? Die Rotiere. Das ist ja mo freaky. Scanner. Das ist ja freaky.
cool. Noch nie gesehen. Gut, das ist auch mal schön zum Thema Abmessungen. Nicht schlecht, ey. Cool. Gefällt mir. Das hatte man jetzt echt noch nicht. Geil. Also bei sowas ist auch irgendwie gar nicht schlimm, dass es schon entdeckt ist. Es ist immer cool, wenn man sowas findet. Das ist sehr schön. So, würde ich sagen, machen wir es dann noch auf zu unserem eigentlichen Ziel. Das da gucke ich mal später an. Hier. Cool. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Was zur Hölle? 88? Ich dachte, kommt mal so hin. Gar nicht so weit. Das näher. Eventuell müssen wir hier Umweg machen. Eventuell müssen wir hier Umweg fliehen. Wir schauen mal. Achso. Ja, mir war hier schwer am Scannen. Okay, die neuen Objekte haben wir relativ schnell gescannt, denke ich. So, lass mal gucken. Turambar, Praetor, The Captain Mark Harlock. Shaken, The Mark Harlock ist hier überall gelandet. Der hat's auch sowas von ausgenutzt. So, Ende 90 ist es ja noch mehr. Gut, ja. Ja, so sei es. So sei es. Da braucht man nur Enfari. Tja, bitte, why not? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Nein, falsch. Na, Moment, wollte ich gerade noch was anderes machen. Du, kann ich das schon mal wegnehmen? Da waren wir ja jetzt schon. So, ich hoffe mal,
Ich habe es nicht komplett nur gerechnet, aber das müsste eigentlich hinkommen. Mit der einfachen Aufladung. Na ja, gut, das andere wäre jetzt 3 Lichtjahre kürzer gewesen, aber nun gut. Ladies and Gentlemen, willkommen an Amundsens Stern. Der südlichste Punkt der Galaxie. Oder das südlichste erreichbare System. 20.168 Lichtjahre von Sol entfernt. Ist doch nicht schlecht, oder? Kann man doch mal machen. 8 Objekte, wunderbar. Hier ist auch schon. Hier ist noch was anderes. Okay. Eine Wasserwelt hat der Entdecker auch noch abgestaubt. Hier ist noch was. Oh, noch Sternphänomene. Auch nicht schlecht. Ah, guck mal. Twitch TV Somdi. Twitcher. Nur Wasserwild oder was? Okay, also Alidnil, ja klar. Crazy Camel, Alan Jameson. Die Crazy Camel hat auch sowas von ausgenutzt. Und hier ist ein Fleet Carrier. Was hatten die alles? Wo sieht man dann das? Aktiv, Waren, Tritium-Depot, Flughalle, Auftanken, Werft, Schwarzmarkt-Einlösebüro. Oho, Barki, oh, Vista Genomics. Och, wie geil, der hat Vista Genomics. Andock-Zugang, alle. Oh, sehr schön, da können wir nochmal alles abgeben. Das finde ich gut. Das ist gar nicht schlecht. Dann, warte mal, wo haben wir dann die Sternphänomene? Ach, die machen wir beim nächsten Mal, oder? Die machen wir beim nächsten Mal, oder? Sollen wir... die machen wir beim nächsten Mal. Die laufen nicht weg. Wir gehen jetzt zum ersten Mal zum Carrier und machen administrative Aufgaben. Das dauert ja auch noch ein Stückchen. Twitch TV Somdi. Hat er das Ganze bei einer einzigen Twitch Session The Carrier von The Bubble bis hierher gebrungen? Ne, das wäre vielleicht ein bisschen arg. Achso, mehr könnte eventuell Landerlaubnis anfordern. Ah, da war Kirsch in die Stimme vom Carrier. Ach Gott, wir haben hier Landecomputer drin. Ach, mal können wir auch so hin. Wir machen dem noch ein bisschen den Träger kaputt. Das veraufbaut hier. So,
doch lieber den Computer dran lassen, dass ich da noch hinfliege. Ja, super. Direkt hier am Landepad. Wer baut denn sowas? Achso, ich war ein bisschen zu schnell. Okay, alles gut. Alles gut. So, wunderbar. Was ist denn hier für ein Landeplatz hier, Grit? Direkt neben so einem Ding. Kann doch wohl nicht Sinn. Okay, Carrier-Dienste. Wir machen sie erstmal als Wichtige. Wir gehen zu Universal Cartographics. The Corridorus ist hier. Gut, ein bisschen Absicht kriegen wir ja noch, aber gut, wie gesagt, das ist jetzt vollkommen egal. Ich bin froh, dass ich das jetzt alles mal sichere kann. Hier hätte mal Ende 30 Millionen. So, guck mal hier, schon 2,4, nicht Nummer 30, macht 61. Nummer 35, das macht dann 96. Ja, bin zufrieden. Sehr sogar. Okay, gut, da sind es wahrscheinlich noch die Abzüge, wo dann noch dabei kommen oder so. Auf jeden Fall nicht, das ist aber das, was ich mal vorgestellt habe. Das ist okay. Nicht sehr geil. Einlösebüro. Guck mal hier, nochmal 1 Million an Codex-Entdeckungen. Machen wir auch. So, und dann gehen wir noch in Vista Genomics und machen da abschließende Bar. Würde ich nochmal behaupten, oder? Und währenddessen springt die Carrier weg und wir sind plötzlich am Beagle Point. Eher nicht. Ja, mir überzieht dann heute ein bisschen, aber ich denke, das ist okay. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. Ja, sehr schön. Bum, dum, di, dum, bum, bum, bum. Wunderbar. Cool. Der Carrier mit allem drum und dran hier am südlichsten Punkt. Das ist der Monster. Aha, Security steht hier. Aha, Security. Auch interessant. Was das auch gibt. Pilots Lounge. Was ist das hier? Pilot. Der hat's wirklich die GE. Wow. Pioneer Supply Lade. Cool. Ey, cool, das habe ich noch nie gesehen. Na, danke, bei dir will ich nichts. Terminal. Shipyard hat er hier. Cool. Der lässt sich's gut gehen hier im Carrier. Na guck mal hier, die nehmen wir gerade Fußbad. Vista Genomics. Wie wunderbar. Willkommen bei Vista Genomics.
Ja, guten Abend, Karim Pickett. Sie sind wohl hier, um uns mit unserer Forschung weiterzuhelfen? Ja, kann man so sagen. Unsere Wissenschaftler wissen, neue Daten zu schätzen. Das finde ich doch gut. Und guck mal hier. Oh, 10 Millionen auf der Seite. Ja. Gerne. Ach, hätte man auch keine bisschen Kugel, aber egal. Oh, Beförderung zu Systematiker. Cool. War es Ein das also? nice. Vista dankt Ihnen für Ihren Beitrag. Ja, finde ich gut. Sehr schön, sehr schön. So. Aha, sogar auch ein paar. Ist gut besucht, die Bar. Okay, dann. Sagt das Bestimmtes? Ja. So. Oh, okay, nach einer anstrengenden Explorer-Reise sind wir hier am südlichen Punkt von der Galaxis im Carrier an der Bar. Stelle uns jetzt ein kühles Blondes und haben viel geschafft. Beim nächsten Mal gucken wir uns die bemerkenswerte Sternphänomene hier an und gucken, ob man in irgendwelche Systeme hier im Umkreis noch irgendwas für uns finde. Und wenn nicht, dann machen wir uns auf den Rückweg. Aber cool, dass wir jetzt schon mal hier sind. Und auch cool, dass es hier auf dem Carrier wirklich alles gab, dass man alles nochmal sichern konnte. War sehr schön. Und genau, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.